Oh ja. Oh ja. Oh ja, ich stehe im Auftrag. Das sind die besten Freunde deines Lebens. So. Und wie wir das immer kennen, schön analysieren. Müsst ihr erstmal schauen, wo seine Schwachpunkte liegen. Danke, dass du es mir gleich beim ersten Versuch gibst und nicht wie andere Gegner nach dem 2000. Versuch. 700 Leben, okay, das müsste zu schaffen sein. Fire, okay, und Edged. Perfekt, ich habe beides. Ich nehme Kiri Kiri, diese Kacke da, und mach es mit Fire ran. Da müsste es eigentlich... Da müsste es GG sein. Obwohl, mein Shamshir hat schon Feuer. Okay. Nee, wenn mein Shamshir schon Feuer hat, dann bauen wir drauf auf. Dann bauen wir ganz ehrlich drauf auf. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das auch gegen links dann diesen anderen Spasti eingesetzt. Gut, Kumpel. Bist du bereit, die Fresse poliert zu bekommen? Nein? Tja, Pech gehabt. Du kannst es dir leider nicht aussuchen. So, Degenerate. Ach, das funktioniert nicht. Aber Tarnisch müsste gehen. Auch nicht. Wie wär's mit Lead Bones? Ah, guter Junge. Treffe ich dich wenigstens besser. So, mein Freundchen. Bist du bereit? Ja, nett. Nett. So, sein Neck ist mal wieder die Ausgangsstelle. Oh ja. Oh ja. Nein. Scheiße, aber es hat schon mir getan. Das hat schon mir getan. Würde mich nicht wundern, wenn er schon die Hälfte seines Lebens verloren hat. Oh, das war wieder ein mieser Treffer. Das war wieder ein mieser Treffer. Wie viel Leben hat er noch? Das will ich echt wissen. Das waren zwei Crits. Ha! Der hat ja gar nichts mehr. Also gut, Milchbubi, rechnen wir mal ganz schnell ab. Zack. 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 Und GG. Nett! Nett, diese 2-Minuten-Bosskämpfe. Finde ich immer schön. Erfüll mein Herz mit Freude. Und so. So, jetzt gib mir noch was Geiles. Komm schon. Nein! Ein Intelligenz, das ist doch... Oh, das ist doch gay shit. Ah, ein Intelligenz, Mann, den könnt ihr euch mal in euer dickes Arschloch stecken, ganz ehrlich. Wenn ich so ein Magier-Typ wäre, wäre das schon nicht schlecht. Wäre angenehm, aber... Sauber, wenigstens 4 HP drauf. Ein schwacher Trost, aber es ist immerhin besser als überhaupt nichts. So. Erstmal alles schön leeren. Wie, das habe ich noch nicht gelernt, oder was? Ah doch, hat er gelernt. Ich dachte schon. So, das hätte ich auch gelernt. Sehr schön. Perfekto. So, abchecken, ob hier irgendwelche Truhen ist, während sich bei mir Leben und Mana regeneriert. Nix. Ist hier was? Nix. Okay. Nett! Ganz nett. Hat mich ja ein bisschen entertained, so. So, ist hier irgendwas noch an Truhen oder so? Nicht, dass ich jetzt irgendwie vorbeilaufe und irgendwas übersehe. Oh nein. Also... Na klasse, mir wird eine... Ach, scheiße. Ich glaube, ich kann schon jetzt neu anfangen. Ich habe, glaube ich, schon jetzt verkackt. Oder... Ah, nee. Nee, ich hab's verhauen. Können wir wieder raus und wieder rein? Ich glaube, ich habe schon jetzt verkackt. Der Fehler lag schon daran, das Ding hier runter zu schubsen.
glaube, ich weiß auch, was meine Aufgabe ist. So. Wie gesagt, ich habe eine Vermutung. Ah, shit! Ich weiß, was ich machen muss. Okay, okay, okay. Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Super. So. Wir machen einmal das. Dann machen wir... Schieben wir... Scheiße. Das kommt nicht auf. Doch! Würde aufkommen. So würde das funktionieren. So. Und so. Mache ich einmal das Ding so, so. Oh, ja, das war dann doch vielleicht keine gute Idee. Ficken. Kann ich nicht einfach hier rüberspringen, bitte? Nee. Das wäre zu schön gewesen. Oder vielleicht muss ich... Kann ich das einfach so schieben, bitte? Nee, ne? Scheiße. Fuck! Ah. Jetzt habe ich unglaublichen Müll angestellt. Oder auch nicht, warte mal. Vielleicht doch nicht. Vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht habe ich doch gerade aus Versehen was richtig gemacht. So, ich könnte ihn ja dahin schieben. Dich schiebe ich weg. Die ist kaputt. So. Ich schieb dich einmal so hin. Schieb dich einmal so hin. Schieb dich einmal so. Und so. Schieb dich einmal, keine Ahnung, wie schiebe ich dich denn sonst noch? Okay, so kann ich dich nicht mehr schieben. Kann ich dich so schieben? Super, kann ich jetzt gar nicht mehr schieben, ne? Klasse. Klasse! Ah, ich hab doch keinen Bock auf diese abgefickte Scheiße. Oh nee, das ist jetzt irgendwie blöd. Darauf habe ich echt keinen Bock. Damit habe ich es komplett verhauen, ja. Nee, ich glaube, so ist das nicht. Das Ding, ich glaube... Ich vermute mal, das ist so meine Idee. Das Ding, ich muss irgendwie zwei Sachen hier aufstellen. Zwei Sachen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich bin überfragt. Auf jeden Fall muss ich, also... Oder so... Ja, dann geht der Stein mir aber... geht der Stein im Arsch. Oder vielleicht muss das auch so sein. Weil dann schiebe ich ihn so. Den Stein kann ich dann wegschieben. Hier brauche ich ja mindestens einen Stein. Eine. Nee. Irgendwie. Normalerweise zündet es bei mir immer. Aber irgendwie heute zündet mal gar nichts. Kann ich nicht einfach rüberspringen, bitte? Oh, natürlich nicht. Leute, ich glaube, ich mache erstmal hier eine kleine Aufnahmepause und finde erstmal heraus, wie wir es überhaupt hinkriegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, see ya, Leute. So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Vagrant Story. Ich habe es jetzt mittlerweile herausbekommen. Ohne, besser gesagt, ohne Hilfe wäre natürlich ein bisschen weniger vorangeschritten. Es war echt schwierig, um ehrlich zu sein. So, wir bewegen das.
Dann bewegen wir das so. Einmal so. Also ich war schon fast nah dran. Also so auf den Holzweg lag ich schon nicht. Aber ich habe da ein paar Aspekte nicht mit einbezogen. So. So sah das schon mal nicht schlecht aus. Ich hätte jetzt einfach nur noch das da unten nach vorne pushen sollen. Und dann hätte ich es einfach so machen können. Und dann wäre mir dieser Block zur Verfügung gewesen. Es war echt schwierig. Also so, diese Rätsel sind echt nicht einfach, um ehrlich zu sein. So, und dann sollte ich eigentlich rüberkommen, oder? Nein, das war knapp, aber eigentlich müsste ich. Das kann nicht anders sein. Wie, er will nicht. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das muss es sein. Das kann ich, das ging vorher auch. Das ist jetzt doch rollen. Jetzt will mich das Spiel echt rollen, oder? Jawohl, ich dachte schon mir. So, endlich. Gehen wir mal rein und schauen uns das mal an. Zwischensequenz oder Bosskampf? Nein, Zwischensequenz. Speak! Where is the key? How should I know? You are at my mercy. Now speak. Truly, I do not know. You must know something, anything. Your power like Sydney's. How? You do not draw from the wellspring. You think the dark flows only within your city. You underestimate the cardinal. Oh, Sydney, hi. Am I close, that was? Yes. If it's time to take the city, let us perform the rite of succession. The key. You found it? The key? The Blotsin. Ah, yes, the Blotsin. Is this a test, Sydney? Yes, a test. Tell me of this key, brother. Only he who holds the blood sin can succeed to the Dark City. The world beast successor must succeed the Phantom Soul if he is to accept his prize, control of the dark. Das ist der nicht, das ist einfach diese Illusion, ja, er lässt sich verarschen, hat sich verarschen lassen. These streets already them with swords. All that is needed is the key. We have no time. The key, show it to me. Ich wusste es doch. Es war einfach nur eine stumpfe, schwule Illusion. Diabler. Keine Ahnung, was er gesagt hat. The blood sin, you say. It has a familiar ring. Ah, das ist auch der Hauptmenü. Also im Hauptmenü sieht man auch so ein komisches Zeichen. Years passed during the Inquisition of the Heretics. The rod in Varus was caved and then an abjuration of the flesh. Alter, diese Wörter sind echt über meinem Niveau. Those who bore this tattoo call it the blood sin. Oh, Sydney hat doch so eins. Good God! Sydney held the key all along. What? The tattoo on his back. It is this blood sin. He has the key. He has played your faults. No, I won't. Then why does Sydney not take the city? The Duke is in his final hours. Surely he would not follow the Duke's wishes. Stop! Oh nein! Er wurde durchbohrt!
Was ist jetzt gerade passiert? I don't get it. Also ich weiß schon, es geht um diesen Schlüssel, aber... zu irgendeiner dunklen Stadt. Ach, keine Ahnung. Verfolgen wir bitte einfach die Story weiter. Danach lese ich mir einfach auf Deutsch nochmal durch, worum es da in diesem Spiel geht. Irgendwo kenne ich den. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen, aber ich weiß nicht wo. Harden! What are your designs for the Risk Breakers? Steht er da irgendwie zweimal? Ja, zweimal. Not yet figured it out, huh? I thought so. So, is it to succeed to the legacy then? I've given up. There is no meaning in an incomplement death. What are you ranting about? Do you not understand? He is the perfect one to rule this city of darkness. He shows all the signs he is ready. That weak-spirited vagrant? He has the unquestioning faith of the child in his morality. Better pious child than an Inquisition's rogue. Unlike you, he would not misuse the dark. Oh, Falco Punch! Why try to harry me? When is it he who has shamed you? Nevertheless, you could not harm me. Your powers hold no sway over me. Prepare yourself, Sydney. Also ich glaube, sie haben von mir gesprochen. Ich bin mir nicht mal ansatzweise sicher, ob das so stimmt.